Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Es sind tatsächlich jetzt nur noch 5 Tage bis zum Live-Event. Ich bin schon richtig gehypt darauf. Morgen oder übermorgen wird ja auch noch ein Update kommen, wo dann die ganzen Game-Files dazu hinzugefügt werden zum Live-Event. Werde ich natürlich auch alles auf meinem YouTube-Kanal bringen. Wenn ihr da natürlich nichts weiteres mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute den Mystania-Skin wieder im Shop. Der kam ja erst diese Season rein und ist im Prinzip die männliche Version vom Krypto-Skin. Das Backpack ist ziemlich ähnlich, also bei der männlichen Version ist es ja hier dieses Skelett-Backpack und hier solche Skelettflügel. Finde ich, sieht auf jeden Fall sehr cool aus und diese beiden Skins kaufen sich tatsächlich sehr, sehr viele, nur wegen des Backpacks. Ich finde, sieht aber auch sehr, sehr nice aus und passt vor allen Dingen auf viele verschiedene Skins drauf, deshalb ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Backpack. Dann haben wir als nächstes die Scharlach-Kommandantin mit der männlichen Version und natürlich noch Blutrote Elite. Dann als nächstes haben wir hier noch den Spinnritter-Skin. Dann den Arachne-Skin und dann die Netzfetzer-Schwitzhacke, die ist auch reaktiv. Glaube ich, hier leuchten die Augen immer stärker, beziehungsweise die hier auf dieser Seite, umso häufiger man schlägt. Dann gibt es noch den Flugweber-Gleiter dazu. Als nächstes haben wir dann noch den Elmira-Skin. Hier haben wir 3 verschiedene Stile, einmal den Standard, dann den Feuer- und dann den Eiswasser-Stil. Als nächstes haben wir dann noch die 9 angepassten Gleiter. Hier haben wir insgesamt 5 verschiedene Stile tatsächlich drin. Einmal hier den Standardstil, dann einmal den braune Tarnungsstil, dann den Arktis-Tarnungsstil, die Dschungeltarnung noch und dann die Stadttarnung. Ist auf jeden Fall ganz nice, der Gleiter. Ist eben halt das klassische Gleitermodell, aber eben halt mit den verschiedenen Stilen passt es eigentlich relativ gut zum Maya-Skin, den wir uns ja selbst designen können, weil wir da ja auch alle verschiedenen Stile im Prinzip davon haben. Also denke ich mal, ist das auch der Gleiter zu dem Skin tatsächlich. Dann haben wir zunächst noch den wackelnde Emote. Dann noch die Sturmtrooperin. Den Mathe-Tanz. Und dann als letztes noch den Schattentraining-Emote. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.